Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich darf Sie begrüßen zu einer außergewöhnlichen Verleihung des Bürgerpreises der Kreissparkasse Waiblingen. Schön, dass Sie heute alle dabei sind. Ja, besondere Zeiten, die verlangen nach besonderen Maßnahmen. Und so wären wir eigentlich alle zusammen festlich gekleidet in einem Saal zusammengekommen und hätten auf die Gewinnerinnen und Gewinner angestoßen. Aber das war in diesem Jahr leider nicht möglich. Dafür darf ich jetzt in diesem Video sein. Mein Name ist Kimsi von Reischach und ich freue mich sehr, dass ich Sie moderativ durch die nächsten Minuten führen darf. Ja, auch in diesem Jahr gab es wieder einen großen Zuspruch für den Bürgerpreis der Kreissparkasse Waiblingen. Es gab 20 Einreicher und ich denke, es ist der Jury nicht einfach gefallen, da die Besten aussuchen zu können. Es gibt drei Themenfelder in diesem Jahr: Natur und Umwelt, es gibt soziales und gesellschaftliches Leben und Sport und Kultur. Und im Laufe dieses Videos werden Preisgelder im Wert von insgesamt 10.000 Euro verliehen. An dieser Stelle darf ich meine beiden Ehrengäste begrüßen, die stellvertretend für die gesamte Jury heute hier mit mir vor Ort sind. Corona-bedingt würden natürlich die Sicherheitsabstände nicht eingehalten werden, deswegen haben wir nur zwei hier. Ich darf sehr herzlich begrüßen die Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Waiblingen. Herzlich willkommen, Ines Dietze. Vielen Dank. Und ein herzliches Willkommen an den Landrat des Rems-Murr-Kreises, Dr. Richard Siegel. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, hallo. Dr. Siegel, ich darf mit Ihnen beginnen. Die grundsätzliche Frage vielleicht: Wie nehmen Sie denn eigentlich ehrenamtliches Engagement Ihrer Bürgerinnen und Bürger hier im Rems-Murr-Kreis wahr? Also unheimlich wertvoll. Wir haben ein ganz großes, ein breites ehrenamtliches Engagement bei uns im Rems-Murr-Kreis, von Sport im sozialen Bereich, im kulturellen Bereich, und das bereichert unseren Landkreis. Und wir konnten es jetzt gerade in den letzten Wochen und Monaten feststellen, wie wichtig es auch ist, dass sich Menschen ehrenamtlich einbringen in der Corona-Zeit. Wir hatten auch hier unheimlich viele Angebote, die entstanden sind, die spontan entstanden sind, die Hilfsbereitschaft, die sich hier gezeigt hat, bis rein in die Kliniken. Wir hatten einen Aufruf: Mitmachen, wenn es ernst wird. Und es haben sich spontan über 600 Menschen in wenigen Tagen gemeldet, die bereit gewesen wären, hier ehrenamtlich in der Krise mitzuhelfen. Und ich glaube, ja, da kann man ein bisschen stolz sein und da kann man auch wirklich sicher sein, dass hier vieles gut funktioniert. Absolut, zu Recht. Frau Dietze, warum vergibt die Kreissparkasse Waiblingen den Bürgerpreis? Ja, für uns hat das Ehrenamt eine große gesellschaftliche Bedeutung. Und ich glaube, unser Kreis würde einfach anders aussehen, wenn wir nicht diese vielen engagierten Bürgerinnen und Bürger hätten, die dort sich immer wieder im gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Bereich auch betätigen. Insofern ist es für uns natürlich wichtig, dieses Engagement auch sichtbar zu machen. Und wir haben mit dem Bürgerpreis so eine wunderbare Möglichkeit, dieses Engagement wirklich darzustellen. Die einzelnen Projekte dürfen sich vorstellen. Und so kriegen wir da auch eine gute Sichtbarkeit hin. Und welchen Stellenwert hat eigentlich der Bürgerpreis für die Kreissparkasse Waiblingen? Ja, der Bürgerpreis ist ein Baustein in unserem gesellschaftlichen Engagement. Nur mal eine Zahl: Im Jahr 2019 haben wir über 3 Millionen Fördervolumen für gesellschaftliche Aktivitäten ausgegeben. Und der Bürgerpreis ist ein wichtiger Baustein, der dort integriert ist. Und für uns hat sich das im Laufe der Jahre wirklich sehr, sehr schön gezeigt, wie viel kreative Ideen und Projekte, Themen dort eingereicht werden. Und da sind wir immer wieder begeistert und fördern das natürlich auch gerne, auch gerade diese Sichtbarkeit in diesen Dingen. Nun wird der Bürgerpreis ja in diesem Jahr schon zum 17. Mal verliehen. Wenn Sie eine Bilanz ziehen würden, Frau Dietze, was können Sie uns sagen? Ja, wir haben Jahr für Jahr wunderbare Themen wirklich eingereicht bekommen auf eine ganz vielfältige, breit gefächerte Palette. Wir sind immer wieder überrascht, welche neuen Engagements und Initiativen sich auch entwickeln. Und wir haben im Laufe der Jahre das Preisgeld auch aufgestockt, sodass wir jetzt bei 10.000 Euro Preisgeld letztlich auch sind und natürlich diese Initiativen auch weiter fördern möchten. Kommen wir zur Juryarbeit. Ich nehme an, die war für Sie beiden und den Rest der Jury in diesem Jahr deutlich anders. Dr. Siegel, wie war es denn? Ja, sie war zwangsläufig anders. Wir hatten Corona. Wir konnten uns nicht treffen, physisch treffen. Wir haben es virtuell gemacht. Aber Corona hatte uns ja schon ein paar Tage, ein paar Wochen im Griff. Sie waren schon drin. Und wir waren schon drin. Wir haben es gut hinbekommen, obwohl wir dieses Jahr auch neue Jurymitglieder hatten. Die Oberbürgermeisterin von Fellbach beispielsweise, die Frau Zull, war zum ersten Mal
dabei auch eine Bereicherung, wieder die Frauenquote auch in der Jury deutlich erhöht und sodass wir, glaube ich, auch eine gute Jury waren und auch virtuell uns sehr, sehr gut beraten konnten. Jetzt ist mir aufgefallen, als ich die Einreicher durchgeschaut habe, dass ganz viele Projekte aus dem Bereich soziales und gesellschaftliches Leben in diesem Jahr dabei sind. Es ist ja eigentlich entgegen dem Trend, den ich so in der Zeitung, in der Presse, in den Medien wahrnehmen kann, dass unsere Gesellschaft auseinanderbricht. Sehen Sie es ähnlich? Ich glaube, in der Presse haben wir natürlich immer die Dinge vor allem laut, die nicht gut laufen und viele Dinge, die sehr, sehr gut sind und die unserer Gesellschaft gut tun, geschehen einfach auch im Stillen, im Leisen. Und der Bürgerpreis ist auch immer so ein bisschen ein Spiegel dessen, was sich gesellschaftlich tut und was die Menschen bewegt und wie sie sich denn auch einbringen. Und das können wir auch Jahr für Jahr spüren. Dieses Jahr auch erste Beiträge schon zu Corona, wo sie Initiativen gebildet haben, beispielsweise Essen nach Hause bringen und Ähnliches. Also von dem her, ich habe keine Sorge, dass unsere Gesellschaft auseinanderbricht, sondern im Gegenteil, die letzten Wochen und Monate haben gezeigt, wir haben unheimlich viel Solidarität, wenn es drauf ankommt. Und wir haben unheimlich viel Bereitschaft, mitzuhelfen, wenn es drauf ankommt. Und ich glaube, es ist ein gutes Fundament. Aber das sollten wir uns auch erhalten. Und da bin ich dankbar auch der Kreissparkasse Waiblingen, dass sie das auch würdigt. Und nicht nur mit Worten, sondern auch wirklich mit einem Preisgeld und auch, dass wir das in die Öffentlichkeit tragen, wie wichtig dieses Engagement für uns ist. Absolut. Ja, und bei diesen Einreichungen ist uns dann auch die Idee gekommen, ob wir nächstes Jahr nicht auch so ein Schwerpunktthema setzen. Da sind wir noch in der Überlegung, aber das lässt sich ja durchaus nochmal diskutieren. Und was natürlich Corona-bedingt jetzt ausfällt in diesem Jahr, ist wirklich die große Preisverleihung. Das war uns immer ein Anliegen, dort alle Projekte wirklich auf der Bühne zu haben oder auch das Netzwerken hinzubekommen, eine Sichtbarkeit nochmal ganz anders darzustellen. Leider in diesem Jahr etwas anderes Format, aber vielleicht können wir auch im nächsten Jahr wieder eine große Preisverleihung feiern. Daran wäre uns wirklich sehr gelegen. Hoffen wir alle. Dann darf ich mich bei Ihnen beiden sehr herzlich bedanken. Stellvertretend für die gesamte Jury. Danke für Ihr Engagement. Dann schauen wir doch mal, wer in diesem Jahr alles gewonnen hat. Und wir haben eine außergewöhnliche Situation. Es gibt in diesem Jahr zwei dritte Preise. Und eines der beiden Projekte darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Es ist ein generationenübergreifendes Projekt, welches seit 1995 besteht und insgesamt 70 engagierte Helfer hat, die es sich zum Ziel gesetzt haben, den Austausch zwischen Jung und Alt zu fördern. Über ein Preisgeld, einen Scheck im Wert von 1.500 Euro darf sich nun die Initiative Bürger helfen Bürgern Schwaikheim e.V. freuen. Herzlichen Glückwunsch nach Schwaikheim und Film ab! Ich bin Ingrid Bögler von Bürger helfen Bürgern Schwaikheim. Ich habe den Verein initiiert aus Pflegenotstand heraus. Inzwischen gibt es den 25 Jahre und wir sind in verschiedenen Bereichen tätig. Ein großer Schwerpunkt ist hier die Lesepaten in der Bücherei und in den Kindergärten, die Hausaufgabenbetreuung in der Schule, dann unterstützen wir die Tagespflege. Es gibt ein Paralleltandem, mit dem wir da rumkurven. Es gibt noch eine Walking-Gruppe, die sich selber alle organisieren und einen Mittagstisch seit 25 Jahren. Und wir freuen uns auch ganz arg, dass wir mit unserer Bewerbung Bürgerpreis erfolgreich waren und den Preis gewonnen haben. Mein Name ist Martina Blättner. Ich kam vor 3 Jahren zum Verein mit der Idee, dieses Fahrrad hier zu etablieren. Ich möchte Menschen, die selber nicht mehr Fahrrad fahren können, ganz neu wieder Mobilität ermöglichen. Hallo Frau Leifold, wollen Sie mit mir mitfahren? Einfach mal einsitzen und ich kann Sie hier reinschwenken. Also, was super ist hier an dem Fahrrad, es können Menschen mitfahren, die gerade selber nicht mehr Fahrrad fahren können, weil das Knie operiert worden ist oder weil ein Bein gelähmt ist oder man von den Augen her eingeschränkt ist und selber nicht mehr Fahrrad fahren kann. Wer Gleichgewichtsstörungen hat, kann hier auch wieder noch ganz bequem mitfahren. Thank you.
In diesem Jahr gibt es einen weiteren dritten Platz, den ich Ihnen nun sehr gerne verkünden darf. Dieses tolle Projekt besteht seit 2017 und hier engagieren sich insgesamt 10 Ehrenamtliche dabei und bringen Geflüchteten den Umgang mit Holz, mit Metall und auch mit Kunststoff bei. Ein Scheck im Wert von 1.500 Euro geht jetzt an die Lernwerkstatt Welzheimer Wald. Herzlichen Glückwunsch an Sie. Ja, ich begrüße Sie sehr herzlich hier in Welzheim, in der Lernwerkstatt Welzheimer Wald, die wir errichtet haben für geflüchtete Menschen im Jahr 2017. Und wir sind jetzt sozusagen im dritten Jahr. Und es ist natürlich toll, dass es so eine Preisausschreibung gibt. Und wir hatten uns ja schon mal oft für den Bürgerpreis beworben. Im letzten Jahr kamen nicht in die ersten Ränge rein. Dann haben wir es dieses Jahr wieder versucht. Solche Gelegenheit ist auch wichtig zu nutzen, um in die Öffentlichkeit zu kommen, um bekannt zu werden. Und natürlich, wenn es da einen finanziellen Beitrag gibt, können wir den auch gut verwenden. Das ist ganz klar. Diese Ausstattung hier, die ist weitgehend von Firmen gespendet worden, haben wir auch über Beziehungen erhalten und manches ist sehr günstig erworben worden, aber es sind halt auch viele Gegenstände dabei, die nicht mehr so funktionsfähig sind oder ausgetauscht werden müssen und da müssen wir jetzt auch investieren. Ja, das Grundsätzliche ist, dass wir Flüchtlinge aufnehmen, die eigentlich hier kurz nach ihrer Ankunft schon die Möglichkeit haben, in einem Kurs, unabhängig vom Sprachniveau, unabhängig von der Anerkennung, also von der Erstankunft in den Gemeinschaftsunterkünften, können hier aufgenommen werden zur Ausbildung. Wir kommen auch schon zum zweiten Platz. In Backnang gibt es seit 2014 die Möglichkeit, an einem offenen Mittagstisch teilzunehmen, bei dem nicht nur das Essen, sondern auch der Austausch im Mittelpunkt steht. Ein über 30-köpfiges Team serviert jährlich über 1.600 selbstgekochte Essen. Über den zweiten Platz und einen Scheck im Wert von 2.000 Euro freut sich nun die evangelisch-methodistische Zionskirche in Backnang. Herzlichen Glückwunsch! Mein Name ist Alexander von Waschinski. Ich bin leitender Pastor hier in der Zionskirche in Backnang. Wir befinden uns hier mitten im Herzen von Backnang am Schillerplatz. Und ich bin seit 2016 hier und leite die Gemeinde und für mich gehört auch die Leitung vom offenen Mittagstisch dazu. Den offenen Mittagstisch gibt es seit 2013. Den hat mein Vorgänger hier eingeführt. Der Reinhard Gebauer hat mit einem Team daran gearbeitet. Und es war von Anfang an so als Ergänzung zur Vesperkirche hier in Backnang gedacht. Vesperkirche macht das im Winterhalbjahr. Wir machen das Sommerhalbjahr von April bis Oktober. Mein Name ist Gisela Prietz. Ich bin hier aus der Gemeinde der Evangelisch-Methodistischen Kirche in Backnang. Ich bin hier ehrenamtliches Mitglied in dem Mittagstischteam und bin seit 6 Jahren dabei. Unsere Gäste sind total unterschiedlich. Wir haben einen offenen Mittagstisch. Jeder kann zu uns kommen, jeder darf zu uns kommen. Es ist auch unser Wunsch, dass viele verschiedene Leute sich hier begegnen und miteinander ins Gespräch kommen. Die Altersgruppe ist auch total offen. Es sind Kinder manchmal da, schon von klein auf wurden auch schon die Babys mitgebracht und es geht bis ins hohe Alter. Es sind Menschen, die hier in der Umgegend wohnen, die vielleicht hier arbeiten und das nutzen, dass sie manchmal schnell gut hier essen können. Und es sind aber auch wirklich Menschen dabei, die dankbar sind, dass es so einen Mittagstisch gibt und die sich nicht jeden Tag ein warmes Essen leisten können. Also wir haben uns für den Bürgerpreis beworben, weil es wirklich so ein ganz klassisches Projekt von Bürgerinnen für Bürger hier im Rems-Murr-Kreis ist.
und freuen uns, dass wir gewonnen haben mit beim Bürgerpreis. Und das Geld wird ganz sicher gut für die Bürgerinnen und Bürger hier eingesetzt. Wow, ein wirklich tolles Projekt aus Backnang. Ja, die Gewinner des dritten und auch des zweiten Platzes in diesem Jahr, die stammten alle aus dem Themenfeld Soziales und gesellschaftliches Leben. Für den ersten Platz jetzt wechseln wir das Themenfeld hin zu Natur und Umwelt. Dieses tolle Projekt gibt es seit 18 Jahren und es befasst sich neben der Müllbeseitigung vor allem auch mit der Sensibilisierung zu diesem Thema. 16 engagierte ehrenamtliche Helfer treffen sich wöchentlich, um verschiedene Orte in ihrer Stadt vom Müll zu befreien. Ein wirklich tolles Engagement. Herzlichen Glückwunsch an Sie zum ersten Platz und zu einem Scheck im Wert von 3.000 Euro. Und der geht nun an den Arbeitskreis Saubere Stadt Welzheim. Toll gemacht. Also mein Name ist Achim Buhl. Ich bin alter Welzheimer. Der Arbeitskreis Saubere Stadt wurde 2002 gegründet, auf Initiative von der Stadt Welzheim. Wir schauen an vielen Plätzen, dass der Müll entfernt wird. Und wir haben uns beworben für den Bürgerpreis, weil wir auch gedacht haben, vielleicht haben wir hier eine Chance, zu einem Gewinner zu gehören. Und dass wir das jetzt sind, das freut uns sehr. Natürlich, wir werden uns von dem Preisgeld gute Jacken beschaffen, die bei uns mit Sicherheit gern getragen werden. Also unsere Schwerpunkte sind natürlich hier dieser Stadtpark, dieser Römerspielplatz, der im Sommer ja stark frequentiert ist. Viele Kinder, viel Müll. Wir haben auch natürlich die Problematik mit den Zigarettenkippen. Und gerade in den Spielplätzen ist es gefährlich, wenn so Kinder eine Zigarettenkippe irgendwie in den Mund bekommen. In 2005 hatten wir mit einer 4 Dockstation angefangen, brauchten wir 25.000 Beutel im Jahr und jetzt sind wir bei 32 Dockstationen und sind bei knapp 250.000 Beutel im Jahr hier mit diesen Dockstationen. Auch in diesem Jahr gibt es neben den begehrten Preisen, die die Kreissparkasse Waiblingen verleiht, auch wieder die Leserpreise, zum Beispiel des Zeitungsverlags Waiblingen. Und mit mir hier ist der Chefredakteur. Herzlich willkommen, Frank Nipkau. Hallo Kim, Sie herzlich willkommen hier in der Redaktion des Zeitungsverlages Waiblingen. Jetzt müssen wir ein bisschen leise sein, weil hier wird ja auch gearbeitet. Genau. Aber passt, oder? Passt. Okay, soweit, so gut. Mich würde jetzt interessieren, aus Ihrer Chefredakteursicht, wie nehmen Sie denn ehrenamtliches Engagement bei Ihren Lesern wahr? Also wir haben in unserem Verbreitungsgebiet, das sind 17 Gemeinden, mehr als 2000 Vereine, mehr als 2000. Ich weiß nicht, ob das für die Weltmeisterschaft in Sachen Bürgerengagement reicht, aber das ist eine wahnsinnige Zahl. Und die ist riesig, die Zahl. 2000, so viel haben wir in meinem Kreis nicht. Genau, und es gibt Sport, Kultur, Soziales. Und man muss ja dann denken, was wäre, wenn wir dieses Bürgerengagement nicht hätten? Wie würden wir Krisen bestehen? Denken Sie an die Corona-Krise. Ja? Wie hätten wir das bewältigt, wenn es nicht Bürger gegeben hätte, die dann tagtäglich Menschen in Quarantäne geholfen haben, den Lebensmittel gebracht haben? Ja? Also wir brauchen dieses Engagement und das ist hier in großer Anzahl vorhanden. Dann ist es ja eigentlich keine große Überraschung, dass der Zeitungsverlag Waiblingen in diesem Jahr wieder die Leser wählen lässt. Genau, wir sind von Anfang an dabei und wir freuen uns jedes Jahr, weil der Leserpreis einfach die Möglichkeit bietet, vielen Vereinen und Initiativen, die normalerweise nicht so im Licht der Öffentlichkeit stehen, die bekommen dann eine Plattform und die können sich darstellen und die kriegen auch mal ein Lob und das machen ja Journalisten selten genug. Absolut. Wie haben Sie denn so die Einreicher dieses Jahr wahrgenommen? Hat sich da Ihrer Ansicht nach Corona-bedingt so ein bisschen was verändert? Oder? Eigentlich nicht. Überraschenderweise war das eine ganz normale Wahl, eine ganz normale Teilnahme, so 454 Einsendungen. Das ist weder spitze noch schlecht, sondern liegt in der ganz normalen Mitte. Und das Ergebnis ist, denke ich mal, auch ganz gut. Und war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen?
Ja, wobei die beteiligten Vereine wussten ja nichts davon, dass sie sozusagen Kopf an Kopf Unterschriften gesammelt haben. Okay, und Sie werden uns jetzt auch nicht verraten, welche beiden Vereine dieses Kopf an Kopf Rennen führten, sondern wir werden jetzt nur erfahren, Sie werden uns nicht länger auf die Folter spannen, wer ist denn der glückliche Verein, welches glückliche ehrenamtliche Engagement kann sich über einen Scheck von sage und schreibe 1000 Euro freuen? Herr Nipkau, wer ist es? Also, wir schauen mal auf den Gewinner. Das ist der Verein Schatzkiste aus Urbach, ein ganz moderner Bürgerverein. Ein Verein, der in der Gemeinde sehr aktiv ist, mit Konzerten, Hilfen für Kinder, Hilfen für behinderte Kinder. Die gehen gemeinsam in den Schwabenpark, die haben zu Corona-Zeiten geholfen. Also das ist ein würdiger erster Preisträger für den Leserpreis. Also wir freuen uns. Also herzlichen Glückwunsch nach Urbach. Herzlich willkommen in Urbach bei der Schatzkiste. Mein Name ist Benjamin Meitinger, ich bin der Vorstandsvorsitzende der Schatzkiste. Die Schatzkiste ist 2014 gegründet worden. Wir waren 7 Freunde, die mit einer Konzertveranstaltung festgestellt haben, dass wir da Gelder für wohltätige Zwecke sammeln können. Und wachsen seither über die Grenzen von Urbach auch hinaus. Ich sehe uns auch nicht mehr als reinen Urbecher Verein, sondern wirklich mittlerweile schon Rems-Murr-Kreis, inklusive Mitgliedern aus Stuttgart oder aus der Ahlener Ecke. Die Schatzkiste hat aus 7 Mitgliedern jetzt innerhalb der wenigen Jahre 120 Mitglieder gemacht, aktive wie passive Mitglieder. So funktioniert die Schatzkiste und wir veranstalten Konzerte, Events, um dort Gelder einzunehmen und diese dann nachher wieder für wohltätige Zwecke, sei es Kinderhospize, Kinderkliniken, Kindergärten oder auch im Erwachsenenbereich, wenn jemand in Schieflage geraten ist, wo einfach dort dann das Geld wieder wohlbehalten sozusagen in gute Hände kommt. Also der Special Day 2018, das war bis jetzt unser größtes Ereignis, wo wir behinderten und chronisch kranken Kindern ermöglicht haben, einen tollen Tag im Schwabenpark zu verbringen. Da haben wir den Park gemietet. Und ja, da hatten die Kinder ganz viel Spaß. Unser Verein heißt die Schatzkiste, weil für jeden ist in der Schatzkiste was anderes drin. Manche benötigen Geld, manche benötigen einen Gegenstand oder manche brauchen auch einfach nur Hilfe, wie zum Beispiel Gartenarbeit muss erledigt werden oder so. Und da sind wir dann immer sehr hilfsbereit und übernehmen solche Aufgaben sehr gerne. Auch in diesem Jahr wurden die Leser der Backnanger Kreiszeitung und der Murrhardter Zeitung gebeten, für ihr Lieblingsprojekt abzustimmen. Neben mir steht jetzt der Redaktionsleiter der Backnanger Kreiszeitung, Cornelius Fritz. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Jetzt sind wir gar nicht bei Ihnen in den Redaktionsräumen, sondern an einem wunderschönen Ort. Wir sind jetzt hier unten am Moorufer an der Bleichwiese, nicht weit weg von der Redaktion. Wir müssen nur ein paar Treppen runterlaufen müssen, aber ich denke, es ist ein etwas schönerer Ort als unsere kargen Büros. Ach, da ist es aber auch ganz schön. Der Blick ist schön. Bevor wir über den Preis zu sprechen kommen, darf ich Sie noch fragen, wie steht es denn um das ehrenamtliche Engagement bei Ihren Leserinnen und Lesern? Ja, ehrenamtliches Engagement ist natürlich für uns in der Zeitung immer ein Thema und auch immer wichtig. Aber ich habe so die Wahrnehmung gehabt in den letzten Monaten in der Corona-Zeit, dass es eher noch zugenommen hat, dass es unheimlich viele Initiativen auch in der Zeit entstanden sind, weil Leute den Wunsch hatten zu helfen. Es gab Initiativen, die Mundschutze genäht haben, die einkaufen gegangen sind für Ältere. Wir haben auf unserer Website extra eine Plattform dafür eingerichtet, um diese Leute auch zusammenzubringen. Und ich denke, das ehrenamtliche Engagement ist ungebrochen. Und was können Sie uns zur Abstimmung in diesem Jahr sagen? Wir hatten dieses Mal 5 Bewerber aus unserem Verbreitungsgebiet, die wir auch wieder in einer kleinen Serie in der Zeitung vorgestellt haben. Dann hatten die Leser eine Woche Zeit, online oder auch per Postkarte abzustimmen. Und am Ende haben wir dann nach Pfingsten unser Ergebnis gehabt. Und war es denn ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen? Nein, dies Jahr gar nicht. Es war eine sehr eindeutige Geschichte diesmal. Der Sieger hat rund 60% der Stimmen bekommen, also ganz klare Sache diesmal. Bevor Sie uns verraten, wer denn dieses Jahr der Gewinner ist, vielleicht noch die Frage, wenn ich nächstes Jahr ein Projekt einreichen will, wie kann ich
denn, Insider-Tipp vielleicht von Ihnen, wie kann ich denn am meisten Stimmen dafür bekommen? Was muss ich tun? Ja, ich glaube, es reicht nicht nur, ein gutes Projekt zu haben. Wichtig ist auch, dass man ein paar Leute mobilisiert, die für einen abstimmen. Da tun sich natürlich größere Vereine ein bisschen leichter als ganz kleine Initiativen. Aber ich denke, man muss da einfach ein bisschen aktiv sein und seine Netzwerke nutzen, dass man auch ein paar Leute gewinnt, die für einen abstimmen. Und dann steigen sicher auch die Chancen. Ganz bestimmt. Ich denke, dann ist jetzt der große Zeitpunkt gekommen. Der Moment ist da. Können Sie unseren Zuschauern und Zuschauern verraten, wer hat denn in diesem Jahr den Leserpreis gewonnen? Ja, es passt heute nicht unbedingt zum Wetter, aber der Leserpreis der Bagner Kreiszeitung und der Mohrharter Zeitung geht in diesem Jahr an den Skiclub Asbach für seine Kooperation mit der Konrad-Weiser-Schule. Eine Zusammenarbeit, die schon seit vielen Jahren besteht und ich denke, ein Beispiel für vorbildliche Kooperation zwischen Schule und Verein. Und dafür gibt es diesen Check hier über 1.000 Euro. Herzlichen Glückwunsch! Mein Name ist Andreas Wolf, bin Vorstand vom Skiclub Asbach, bin Mitglied seit 30 Jahren im Verein. Unser Verein hat aktuell 533 Mitglieder. Mein Name ist Werner Breisch, bin Ehrenpräsident vom Skiclub Asbach und Gründer des Projektes Schule und Verein. Wir sind hier in der Konrad-Weiser-Schule in Groß-Asbach, wo alles im Jahre 2000 anfing. Anfing deswegen, weil der Skiclub Nachwuchssorgen hatte oder Nachwuchs brauchte. Und dann ging ich seinerzeit zum Herrn Rektor, zum Herrn Freier und rannte dort offene Türen ein. Ja, und seit 2000 läuft das Projekt Schule und Verein. Ich habe das in den ganzen 20 Jahren begleitet, werde es auch noch ein bisschen weiterhin begleiten, weil das mir einfach sehr am Herzen liegt. Und schauen wir mal, wie weit wir kommen, was die Pandemie macht und was der Schnee macht. Wir haben im Schnitt 12 Veranstaltungen im Winter. Davon ist unser Hauptaugenmerk im Januar auf dem Skikurs. Da bieten wir 2 Wochenende mit Skikurs und Snowboardkurs an. In der Regel sind wir um die 80 bis 90 Teilnehmer an den 2 Wochenenden. Die 2 Wochenenden sind wir, wenn wir die freischalten, zur Anmeldung innerhalb von 30 Minuten ausgebucht. Wir sind sehr, sehr überrascht, dass wir hier in die Endausscheidung gekommen sind und uns ein Geldbetrag zukommen wird. Diesen Geldbetrag wird ausschließlich für dieses Projekt verwendet, weil die Preise natürlich immer nach oben gehen und bei manchen Eltern hier nicht unbedingt so viel Geld vorhanden ist, damit wir dann mit diesem Geld hier den Gesamtpreis nach unten drücken können. Und wir sind eigentlich froh für jeden, der hier uns finanziell auch mit unterstützt. Nicht uns unterstützt, sondern die Kinder. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, damit geht die erste digitale Preisverleihung des Bürgerpreises der Kreissparkasse Waiblingen zu Ende. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich muss sagen, ich bin echt schwer beeindruckt vom ehrenamtlichen Engagement hier im Rems-Murr-Kreis. Nicht nur die vielen Projekte, die eingereicht haben, sondern selbstverständlich auch die Preisträgerinnen und Preisträger. Und ich bin schon schwer gespannt auf die Projekte, die im nächsten Jahr dabei sein werden. Vielleicht ja auch Ihres. Ich freue mich drauf. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Bis dahin. Tschüss.